Man kann sich fragen, was uns Menschen eigentlich von Tieren unterscheidet. Da kann man viele Kriterien ins Feld führen, zum Beispiel den Gebrauch von Feuer, unsere Sprache, den aufrechten Gang, den Gebrauch von Werkzeugen. Alles das ist richtig, aber es gibt noch etwas, was uns von Tieren weitestgehend unterscheidet, und das ist unser Bedürfnis, uns zu schmücken. Nicht nur uns selbst, auch unsere Umwelt. Wir gestalten gern unsere Umwelt mit Bildern oder sonstigen Verzierungen. Aber schon früh haben Menschen angefangen, sich zu bemalen, sich zu schmücken. Woher wissen wir das? Wir wissen es zum Beispiel von prähistorischen Grabanlagen, wo Menschen Skelette gefunden wurden, in deren Umgebung Muschelschmuck zu finden war. Muschelschmuck entweder mit durchbohrten Muscheln, durchbohrten Tierzähnen, durchbohrten Schneckenhäusern. Das lässt darauf schließen, dass schon in der frühen Steinzeit Menschen begonnen haben, sich ihren Körper zu verschönern, indem sie Schmuck getragen haben. Wir haben hier an diesen kleinen Figürchen, haben wir auch, kann man den Unterschied anschaulich machen. Also unsere frühen Vorfahren, die Australopithecinen, von denen ist nichts bekannt, dass sie Schmuck getragen haben. Doch später in der Geschichte, man sieht hier die Kette mit den Tierzähnen, Helme mit Tierhörnern, alles das waren Dinge, die Menschen zu ihrer Verzierung angefertigt haben. Das hat also keinen besonderen Zweck, sondern es dient nur dazu, sich selbst schöner zu machen. Diese Dinge können wir heute immer noch nachvollziehen und manche möchten das gerne mal ausprobieren. Und wir machen das regelmäßig, auch mit Schulklassen hier, dass wir zum Beispiel Muschelschmuck fertigen. Hier sind Beispiele von Muschelschmuck, der schon vollendet ist. Hier eine einfache Muschel, hier eine etwas anspruchsvollere. Die sind auch unterschiedlich dick und unterschiedlich leicht oder schwer zu bearbeiten. So eine Kette, man kann sie sogar mit einer Öffnung versehen. Sozusagen ein Knopf mit Öse, damit man das Ganze auf und zu machen kann. Ansonsten braucht man eben ein sehr langes Band, das man über den Kopf streifen kann. Das Hauptproblem ist, gerade für unsere Schüler, eine Muschel dermaßen zu präparieren, dass man ein Band auch durchziehen kann. Manche Muscheln haben schon eine natürliche Öffnung, weil man sie am Meer so findet, oder ein kaputtes Schneckenhaus, da kann man auch ein Band drum winden. Aber wenn man eine Muschel einfach so nimmt und man möchte sie auffädeln, dann muss man erstmal eine Öffnung reinkriegen. Und das ist gar nicht so einfach. Eine Möglichkeit, theoretisch, die Muschel zu perforieren wäre, indem man mit einem harten Stein eine Öffnung reinklopft. Also ich klopfe hier mal kräftig und was passiert? Das, was wir eigentlich nicht wollen. Wir haben nichts anderes als eine kaputte Muschel. So funktioniert es also nicht. Es gibt noch eine andere, etwas elegantere, aber auch anstrengende Lösung, eine Muschel zu durchbohren, und das möchte ich hier mal veranschaulichen. Wir haben hier eine kleine Auswahl Muscheln. Ich suche mir jetzt eine, die nicht gerade ultra hart ist, also das kann ich schon verraten. Solche herzförmigen Muscheln, die sind in der Regel sehr hart, da braucht man viel Zeit für. Ich nehme jetzt ein Exemplar, was etwas dünnschaliger ist und leichter zu bearbeiten. Also diese kleine Muschel, die soll jetzt da oben perforiert werden. Was mache ich?
ich suche mir, statt mit einem spitzen Stein ranzugehen, nehme ich im Gegenteil einen sehr rauen Stein. Dazu haben wir hier Sandsteine. Sandsteine sind von Natur aus rau und damit kann ich die Muschel reiben und somit bearbeiten. Hier soll das Loch entstehen und ich reibe jetzt mal fleißig. Man sieht, hier gibt es Fortschritte. Das muss ich jetzt etwa eine Viertelstunde so weiter betreiben. Oha, es hat funktioniert. Die Stelle ist schon sehr, sehr dünn und man sieht, gleich bin ich durch. Und jetzt kann ich mit feinerem Arbeitsgerät ran, nämlich zum Beispiel mit Feuerstein. Und mit dem Feuerstein, wenn schon eine kleine Öffnung da ist, kann ich die mit dem Feuerstein erweitern, indem ich hier bohre sozusagen. Also mit einem harten, spitzen Stein kann ich diese Öffnung erweitern, bis die Öffnung die Größe hat, durch die ich mein Band durchziehen kann. Als Band können wir entweder ein schmales Lederband nehmen, sowas wie ich hier habe, oder wir können Bastfasern nehmen, denn Bastfasern oder Pflanzenfasern standen auch unseren steinzeitlichen Vorfahren schon zur Verfügung. Und diese Bastfasern, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Hier sind zwei Beispiele. Dieses Band hier ist geflochten mit unterschiedlichen Farbbändchen und dieses hier ist gezwirnt. Das sind unterschiedliche einfache Techniken, die die Schüler bei uns erlernen können. Es erfordert nichts als ein wenig Geduld, relativ wenig Geschick und sobald das Bändchen fertig und lang genug ist, kann die Muschel aufgefädelt werden. Oder auch mehrere Muscheln, so viel man eben haben möchte oder so viel man Geduld hat, die zu bearbeiten. Und man kann natürlich auch einfach ein Stück Schnur nehmen. Beim Auffädeln meiner Muschel gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, das Band einfach durch die Öffnung zu ziehen, die immer noch ein bisschen zu klein ist. Ich mache sie ein bisschen größer. Dann passt das Band leichter durch. So, jetzt müsste das gehen. Also das Band ist etwas ungleichmäßig. Auch das kann man ändern, indem man es an einem rauen Stein abschneidet. So, das wird jetzt da durchgefädelt und schon habe ich mein Schmuckstück. Allerdings, wie man sieht, es hängt quer. Das wollen wir eigentlich nicht. Und da gibt es eine andere Möglichkeit, nämlich ich nehme eine etwas dünne Stelle, ziehe die sozusagen doppelt durch. So, jetzt habe ich hier eine Öffnung und diese Öffnung schlinge ich einfach um die Muschel rum und kann es beliebig festziehen oder locker lassen, aber auf jeden Fall hat es den Vorteil, dass die Muschel nicht wegrutschen kann auf dem Band und dass sie immer gerade hängt, also mit der Schauseite nach außen, je nachdem wie auf welcher Seite man sie tragen will. Aber im Allgemeinen ist die Außenseite die attraktivere. Und dann kann ich, wenn ich will, wieder eine Öse an meinem Band machen. Auch wieder mit Hilfe eines kleinen Schneckenhauses. Oder man kann auch einfach solche durchbohrten
Holzstückchen nehmen, sozusagen eine Steinzeitperle. Die fädel ich jetzt hier auf und dann kann ich das. Sieht jetzt etwas unordentlich aus, weil eigentlich sollte man hier noch ein bisschen weiter flechten. Ich mache jetzt da einen leichten Knoten rein und dann ist meine Perle fixiert und hier kann ich einfach eine kleine Öffnung machen und dann kann ich es hier wieder auf und zu machen. Ist jetzt ein bisschen klein, für ein Kind wird es passen, für mich wäre es schon wieder zu klein. Aber es geht ja einfach um das Prinzip, wie es funktioniert und ich denke, das hat jetzt jeder erkannt.